Leute, willkommen zurück zu New Super Mario Bros. 2 für den 3DS. Ich habe mir einen Tanuki geholt, ersatzweise auch noch einen zweiten, damit wir hier das Secret Exit machen können. Nehmt es mir nicht böse, aber wir wollen ja auch vorankommen. Ja, und wie wir das machen, werden wir jetzt sehen. Huch, wir können hier sogar fliegen einmal kurz, zack. Gehen wir einmal hier rüber, da hat sich die Sache geklärt. So. Wir wollen natürlich das Level hier schaffen, das ist klar. Wie wir das machen, werden wir jetzt sehen. In jedem Fall mal das ganze Level abkürzen. Warum sollten wir auch großartig die großen Wege gehen? Ich meine, immerhin haben wir genug Zeit. So, hier ist sogar Fake hier unten. Haben wir im letzten Part gesagt, dass wir die nochmal nachgucken werden, auf jeden Fall. Ja. Wir können hier nochmal, die Münzen holen, die ich natürlich voll verkacke. Aber ist kein Wunder bei mir. So. Gut, dann war die Geschichte mit der ganz rechten Tür. Die möchte ich nochmal erkunden. So. Die war hier. Gucken wir uns einfach mal an. Was haben wir hier? Münzen über Münzen. Und gerade da oben ist das Starcoin. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Dankeschön. So, die ist fake. Die Plattform fährt einfach weiter, wie geil. So, die ist echt. Gut, dann fehlt noch das Secret Exit. Das haben wir auch schon im letzten Part gesehen. Wenn ich aufgepasst hat, schaltet den letzten Part nochmal ein. Kurz vor Ende haben wir es gezeigt. Wir brauchten dafür ein Tanuki. Das war die Tür hier. Das Secret Exit befindet sich auf dem Weg nach oben. Wir werden es gleich sehen. Oder doch, wir werden es gleich sehen. Das trifft es genau. Wir können hier nochmal die ganzen Münzen einsammeln, weil das Spiel so nett ist. Wir können sogar den Geist schon mal wegrufen. So, und komm hier durch. Dankeschön. So, die drei Blöcke weg. Und hier ist das Secret Exit. Halte nur mit einem Tanuki zu erreichen, da es hier keine Koopas gibt. Aber ich glaube, das ist offensichtlich. Na, warte. Ach komm, wir können auch fliegen. Fliegen ist cooler. Nur fliegen ist schöner, sagt man ja auch so immer. Und so haben wir das erste Exit heute geholt. Haben im letzten Part ein wenig langsam gearbeitet. Das wollen wir auf jeden Fall hier verbessern. Und kriegen sogar mit diesem Weg den Weg direkt zum Schloss frei. Okay. Nun steht dieser Weg hier an. Da gibt es auch ein Secret Exit. Das erste führt zum, ich glaube, zum Geisterhaus. Das andere führt, glaube ich, zum, Dings, wie heißt es jetzt, zur Kanone. Dafür gibt es diesen Mini-Pilz. Und Leute, das wird peinlich. Kann ich eigentlich die Kiste jetzt einnehmen? Oh, kann ich es doch einnehmen. Sehr schön. Wir haben zwei Wege. Wir sehen, der obere ist mit roten, mit Stacheln gekennzeichnet. Hat seinen Grund. Hier gibt es noch so einen Block. Denn das ist ein Scrolling-Level mit Stachelblöcken. Eigentlich haben wir so ein Ding bekommen. Na toll. Braucht einen Koopa. Egal, wir können es euch. Ich zeig's euch einmal so, das ist immerhin ein schwieriges Level. Nein, 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 nein! Leck mich. Zwei Starcoins möchte ich nicht übersehen. Ist auf jeden Fall ein schweres Level, weil da alles stimmen muss vom Timing her. Aber ich glaube mal, das wird kein Problem, wenn ich es hinkriege. Der andere Weg übrigens, ist auch so eine Passage, aber die ist viel einfacher. Führt aber auch nicht zum Secret Exit, muss ich zugeben, und zu keiner Starcoin. Ja, so ist das halt. Wir haben den Block holen. Und dann wollen wir das Scrolling beginnen. Mal rüberspringen für ein paar Münzen. Diesmal wollen wir uns ein bisschen hinten halten. Denn wir wollen ja immerhin die Starcoin haben. Dankeschön. So, rüber. Rüber. Dankeschön. So, hier wollen wir nicht auch noch rein. Ich glaube hier. Oh je. Was kann ich gar nicht? Was kann ich nicht? Ich hoffe, es ist wichtig. Wenn hier keine Starcoin ist, ne? Dann rappel ich aber einen ab. Ich mag sowas gar nicht. Ja, wird's bald. Vor allem, wenn ich einmal falsch drauf springe, dann töten sie mich direkt. Davor habe ich am meisten Angst. So, dann können wir einfach runterspringen. Okay.
Und kriegen hier sogar einen Mittelpunkt. Wie nett ist das denn? Und wir kriegen noch einen Mini-Pilz als Ersatz-Item. Super. Und wir kriegen hier einen Goldblock. Wie nett ist das denn? So. Kurz warten und mitnehmen. So. Secret Exit natürlich, wir sehen, es ist jetzt nicht unbedingt der schwerste Weg, aber ja, soll man sagen, es ist immerhin ein einfaches Spiel. Ich weiß gar nicht, ist hier wirklich das Secret Exit? Ich weiß gerade nicht mehr. Ich fange immer mehr an zu zweifeln, aber es könnte sein, dass hier irgendwo ein Leben drin ist, okay. Leck mich! Leck mich einfach! Dass ich da nicht hochgekommen bin. Mein Gott. Ja, es ist aus meiner Sicht her ein bisschen schwierigeres Level. Allein von der Tatsache her, dass wir die ganze Zeit direkt sterben werden, weil, ja, wir klein sind. Wir kriegen hier zum Glück einmal so ein Hilfs-Item, aber das war's auch. Vor allem ist das ein bisschen gemein wegen Scrolling. Oh Gott. So, haben wir hier oben drauf. 3 Münzen eingesammelt, wir sind so ein Held. Okay, hier könnte man rüber. Gott. Nein! Das kriegt die Starcoin natürlich nicht, oder? Ach Gottchen, ey! Warum macht der keinen Weinsprung daran? Das gefällt mir lang. Das Level gefällt mir nicht. Und vor allem verbrauchen wir ziemlich viel Zeit hier, da wir jetzt Part 8 haben und wollen eigentlich diese Welt hier beenden. Aber so, wenn wir so weitermachen, dann wird das gar nichts mehr damit. Ach Gott. Gut, wir haben wenigstens Starcoin gesehen, aber warum hat er keinen Wandsprung mehr gemacht? Das wundert mich gerade ein bisschen. Weil ich ganz klar Wandsprung gedrückt habe, deswegen. Also Wandsprung aktiviert sich automatisch, für die Leute, die es nicht wissen. Wenn man in der Wand steht und Wandsprung drückt, ja, dann passiert's. Also, plopp, ne? Jetzt schwer zu demonstrieren, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Dass wir auch genau dazwischen kommen. Ist es denn? Also, klein kann gemein sein, aber ich versuche ja gerade alles hier. Alter. Ich habe das Level wirklich nicht mehr so schwer in Erinnerung. Wobei, was heißt hier eigentlich schwer? Ich versuche es ja eigentlich gerade nur. Es ist ja gar nicht mehr wirklich so schwer. Aber wenn ich so weitermache, dann... Ja. Das ist eine peinliche Aktion hier. Die Welt ist ja gar nicht mal so groß. Wisst ihr, was ich meine? So. Unten lang. Und hoch. Und unten lang. Und dann gucken, da ist die Starcoin. Dankeschön. Und dann ist ja auch schon das Ende. Super. War hier Secret Exit oder... Nee. Ach! Hier war nur ein normales Exit drin. Gab's hier ein Secret Exit? Das weiß ich gerade nicht mehr. Oh, werden wir uns später vielleicht mal angucken. Vielleicht führt das auch direkt zur Kanone. Ich weiß es nicht mehr. Nee, eben nicht. Später vielleicht nochmal nachgucken. Ich weiß es gerade nicht. Welt 3.5. Ein Unterwasserlevel und es ist natürlich die prima Voraussetzung, weil wir einfach der Mini-Mario sind. Danke. Kriegen wir hier... Nein! Wozu? Haut ab! Oh, ich muss, glaube ich, hier unten lang. Dann komm mal her. Das ist schon wieder so ein scheiß Glücksfall. Ja, man braucht den goldenen Mario, um hier weiterzukommen. Also, um, ich glaube, meine Starcoin zu bekommen. Das ist... Ich hasse so welche Level, die so aufgebaut sind. Ich hasse sie wie die Pest, weil es ist einfach dämlich. Du musst hier ein Item haben, um was zu kriegen. Und die Chance ist natürlich 25%, aber... Nein! Kann ich eine Arschbombe unter Wasser machen? Nö. Och Gott. Warum? Ach, guck mal, kannst du mich töten? Nein, du tötest mich auch nicht. Aber komm, wir bleiben in dir drin. In der Tatsache her, ich möchte diese erste Starcoin haben, die da unten ist. Und meine Stimme gerade verschwindet. Scheiße. Mann, ich könnte kotzen.
Diese scheiß Glückssache, ja? Man muss genau gucken und dann auch genau Glück haben, dass man es kriegt, weil... Ja, ihr seht es ja selber. Manchmal wird man auch voll kirre. Töte mich. Dankeschön. Das ist... Ah, Mann. Ich hasse sowas, ne? Wir kommen ja nicht mal richtig voran, weil wir die erste Star-Coin nicht kriegen und ich möchte die gerne mitnehmen direkt. Ich möchte hier nicht an irgendein Level 1000 mal reingehen und immer wieder ganz durchmachen, nur weil ich die erste Star-Coin nicht kriege, weil sie diesen Punkt einfach unverschämt machen, weil du brauchst einfach den Gold, Mario. Ich könnte kotzen, ich könnte echt kotzen. Komm her! Oh nein, wir wurden getroffen. Muss ich irgendwo anders auch noch ein Gold Mario herholen? So als Ersatz-Item? Ging das nicht bei den goldenen Pilzhäusern? Die Frage natürlich für mich, goldene Pilzhäuser. Muss man mal kurz die alte Welt berühren. Also besuchen. Vielleicht ist ja hier ein goldenes Pilzhaus. Ja, da oben. Gab's hier eine Goldblume? Ich hoffe, ja. Gib's mir! Bitte! Eine Kiste, was ist drin? Ah, sehr schön! Damit lässt sich leben. Okay, dann kannst du weitergehen. So, hätte ich nicht gedacht, dass ich ein Pilzhaus mal brauche, um nur die Starcoin zu kriegen. Aber okay. Man lernt nie aus, das ist einfach so. So. Welt 3-5. Gib her das gute Stück. Und weh, ich verliere das jetzt direkt, weil so ein Blooper da dazwischen kommt. Dann raste ich aber aus. Alter. Warte, ich mach jetzt die Box und jetzt kriege ich wetten die Goldblume. Wette ich mit euch. Wartet. Komm raus. Dankeschön. Ich könnte kotzen, Mann. Es kriegt ihr verfickt. Was? Hier ist keine Starcoin drin. Hier ist keine Starcoin drin. Ich krieg die Krise. Aber jetzt keine Starcoin drin und hier kann man auch nirgendwo rein. Mal kurz alles überprüfen. Kann ich nicht wissen, da ist auch nur so ein großer Stein, den wir kaputt machen können. Oh, ich könnte kotzen, ne? Wir haben jetzt das Level 1000 mal neu gestartet, weil wir dachten, da. Weil ich dachte, da ist eine Münze drin. Weil es so verdächtig war, aber nö. Hallo? Hallo? Passiert hier was? Ah, hier. Na komm her. Und mach das da kaputt. Dankeschön. Boah, hier ist die erste Starcoin. Ja, toll, Mann. Vielleicht können wir den goldenen Mario noch gebrauchen. Wir haben immerhin eine Goldblume als Ersatz-Item, ja? Oh, was war das denn jetzt? So, hier geht's rein, das sieht man definitiv. Ja. La 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 und sterbet! Okay, den einen lassen wir überleben, weil es ist gemein, wenn wir ihn einsammeln lassen, ja? Das ist richtig gemein. So. Ach Gott, ey. Immer dieses Problem mit diesen Bloopers. Ich mag es einfach nicht. Weg mit dir. Warum gibt es eigentlich so viele Level davon? Ich finde, es gibt einfach viel zu viele Blooper. Es müsste mal so eine Art sein, die man ausrottet. Danke. Dann wäre ich echt zufrieden. Aber nee. Nintendo hat ihn ja erfunden, um mich zu ärgern. Weil es auch nur um mich zu ärgern. Oh. Okay. Warum soll ich den Umweg gehen? Bin ich behindert? So, was haben wir hier unten? Oh Gott, wetten die grüne Röhre war Secret Exit. Oder irgendein Exit auf jeden Fall. Das wäre es jetzt noch, wenn ich eine Röhre übersehen hätte. Nein, böser Blooper. Da oben ist übrigens, das nächste Ding.
komme ich nächster dran. Da kommt auf jeden Fall noch einer runter, ne? Ah, da kommt ein ganz großer runter. Das gefällt mir. So. Okay, er macht die Röhre nicht kaputt. Hat gerade ein bisschen Sorge, dass er die Röhre kaputt macht, aber okay. So. Das Level ist nochmal zu Ende. Immerhin hasse ich es gerade dafür, wie es ist. Es ist zu Ende. Ich kriege nochmal 50 Münzen. Bin gerade ein bisschen sauer und enttäuscht, aber okay. Ja, aber... Wir wollten in diesem Part die Welt beenden, aber irgendwie, ja. So, im nächsten Part beenden wir auch diese Welt. Part Nummer 9. Wir sind im Rückstand geraten, weil... Wir sehen's. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschalten. Und Masala Vista, Baby.